1. Juli 2020. Miller ist genervt, dass Amelie ständig aufkreuzt und zeigt sich von ihrer besonders fiesen Seite. Damit ihre Tochter sie in Ruhe lässt. Leider geht die Rechnung nicht auf. Als Amelie alkoholisiert vorm Loft auftaucht, muss Miller handeln. Faltet Amelie wütend zusammen, als diese im Loft Rache an ihr nehmen will. Nach der Ansage hofft sie, ihre Tochter nie wieder zu sehen. Als André und Mandy später ihr Geheimnis erfahren, muss Miller sich bittere Vorwürfe anhören. Sie macht ihnen daraufhin verletzt, aber energisch klar, dass niemand ihre Entscheidung von damals beurteilen kann. Als Amelie später erneut im Matrix auftaucht, setzt Miller sie eiskalt vor die Tür. Doch das Mädchen lässt nicht locker und schlägt völlig betrunken nachts vorm Loft auf. Caro und Olivia können Miller schließlich überreden, Amelie hineinzulassen, damit sie ihren Rausch ausschläft. Dabei macht sie ihren besorgten Freundinnen aber entschlossen klar, dass Amelie am nächsten Morgen wieder gehen muss. 2. Juli 2020. Miller ist in Rage, als Amelie nach ihrem Besäufnis am nächsten Morgen munter am Frühstückstisch sitzt. Glaubt sie, dass sich ihre Tochter ins Loft zecken will. Caro und Emmy können überhaupt nicht verstehen, warum Miller sich so sträubt, Amelie an sich her anzulassen, und Caro wirft ihr vor, kein Herz zu haben. Sie findet, dass Amelie ein Recht darauf hat, nach ihren Wurzeln zu suchen. Miller ist anfangs sauer, dass ihre beste Freundin ihr so in den Rücken fällt. Doch ihre harte Fassade beginnt zu bröckeln, als Amelie endlich zurück ins Heim aufbricht. Durch Caros gutes Zureden kommt es schließlich zum ersten Mal zu einem Gespräch zwischen Mutter und Tochter, und das lässt Miller nicht kalt. 3. Juli 2020. Peggy ist am Morgen irritiert, als ihr erneut kotzübel ist und sie sich übergeben muss. Als Alina einen Scherz macht und fragt, ob sie etwa schwanger ist, kommt Peggy ins Grübeln. Könnte das tatsächlich sein? Alina drängt sie darauf hin, einen Schwangerschaftstest zu machen, um Klarheit zu haben, und Peggy ist völlig fassungslos, als dieser wirklich positiv ausfällt. Sie fährt direkt zur Werkstatt, um Joe die freudige Nachricht zu berichten. Der werdende Vater ist völlig überwältigt, aber total glücklich über die Baby-News.